Meine Leute, Serplen hier. Heute geht's um was, das mich einfach nur noch verwirrt. Und zwar, warum kaufen Leute Discord Nitro? Es ist wirklich eine Sache, die mir einfach nicht in den Sinn kommt. Warum zur Hölle kauft man sich einfach Discord Nitro? Das ist so. Habt ihr euch mal angeschaut, was da für Vorteile drin sind? Also Anführungszeichen Vorteile. Die einzigsten Vorteile, die ich da überhaupt Vorteile nennen könnte, ist, dass du einen Server, den du magst, boosten kannst. Was an sich für dich keinerlei Vorteile hat. Sonst kannst du da irgendwie bis zu 100 Megabyte an Daten hochladen auf einmal, was kaum einer nutzt. Und ja, das Letzte, du kannst halt einfach ein fucking nochmal bewegendes Bild als Profilbild haben. Das ist halt so, ich komme nicht dahinter. Warum benutzt man sowas? Ist halt einfach nur noch so super dumm, weil du hast halt null Vorteile dafür und bezahlst irgendwie einen Zehner für. So für einen Fünfer könnte man drüber reden, ne? 5er wäre das vielleicht noch halbwegs okay. Aber ein 10er. Wisst ihr, was ein 10er ist? Da könnt ihr euch im Rabatt, wenn irgendwie mal Steam Sale ist, Watch Dogs 1 und 2 zusammen kaufen. Da kannst du dir Rainbow Six kaufen. Okay, wer will Rainbow Six besitzen, aber ne? Du kannst dir irgendein scheiß Ubisoft-Spiel kaufen, was vor irgendwie 2 Jahren rausgekommen ist. So, du kannst dir Just Cause 3 für irgendwie 2 Euro kaufen. Du kannst so viel besser dein Geld investieren, als irgendwie 10 Euro pro Monat für Discord Nitro auszugeben oder halt 100 Euro im Jahr. So, das ist ein fucking AAA-Spiel im Jahr, das du einfach nicht nimmst, weil darum. Naja, ich glaube, man muss da auch nicht ganz hinterkommen, aber naja, ich wollte mal drüber reden. Danke, wenn ihr bis jetzt hier zugehört habt. Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt...